Ich habe gehört, Kuban migriert. Kuban, der größere Bruder von Kuba. Wissen ja die wenigsten. Können mit Delfinen Bündnis schließen, ausnahmsweise. Wobei, nee, wenn ich das mache, dann geht alles kaputt, glaube ich. Dann geht ja alles unter, einfach. Warum haben die da hinten so viele Festungen? Was soll der Müll? Mehr Unruhe, das habe ich mir gewünscht. Österreich hätte 1300 Dukaten für mich. Erfüllt. Ah. So, hier noch religiöse Toleranz. Ja, diese drei Berater kann ich mir nicht leisten. Das juckt. Im Gericht zu. Oh, das wären schon geile Sachen, aber. Wie soll ich die denn bezahlen? Ach. Da ist auch wieder keine hier. Ich habe ja auch komisches Deck Zusammenstellungen. Ist alles schlimm. Alles sehr, sehr schlimm. Wie mein Leben. Ah, ich habe AIDS und Krebs gleichzeitig. Geil. Ugh. Der Staat braucht das Geld, das ist völlig richtig. So, Moment, ich muss mir hier kurz. Oh, ich habe die Scheiße endlich fertig gefördert, danke. 8 Jahre kommt das nächste. Warum? Und es hat jetzt 42 Jahre gedauert, bis ich den Scheiß endlich habe. Oh, das ist alles belastend hier. Ja, toll. Autonomie oder Regimente? Ja, ich nehme die Autonomie. Ich hab keinen Bock schon wieder auf 30.000 Regimente. Ich
hätte das nicht den Kosaken geben dürfen, sondern irgendeinem der anderen Pennen. Das ist echt kacke, dass man als Litauen nicht die Staatsehe mit Polen, also Seniorpartner in der Staatsehe mit Polen wird. Ja. Bei Kastilien bekommst du Aragon und andersrum auch. Oder ich habe irgendwas falsch ausgewählt, das kommt auch. Peter ist schuld. Ja, immer. Einfach da und macht Dinge. Oh. So, was haben denn dich integriert? Mir das alles auch sehr schön. Mailand wird wahrscheinlich bald Weißen Frieden oder sowas machen oder mit Geldzahlung. So, was ist in dem Stack drin? Auch scheiße. Scheiße hier. Alter, das kannst du nicht aussprechen. Diese polnische Dings kannst du hier nicht aussprechen. Polnische Dynastie. Klingt gut. Tschüss. Ich hab's verstanden. Ich hab keine Ahnung. Sprich du das mal aus, Peter. Du kannst das. Hab ich okay? Was? Ich hab hier Störungen. Wieso hat den Polen jetzt schon wieder aufgehört, hier zu belagern? Ach. Polen, was machst du schon wieder? Ach. Wieso stehen da jetzt da oben 34.000 Mann von Polen? Polen, warum stehen da oben 34.000? Warum ist der da oben? Warum? Polen, warum? Warum, Polen, warum? Polen führt keinen weiteren Krieg, oder nie? Ja, man muss auch manchmal einfach 40.000 Truppen irgendwo anders hinschicken, wo sie nicht gebraucht werden. Jeder gute Militärstrategie macht das nur immer mal wieder. So können wir nicht mehr Wien einnehmen. Oh, ich habe Flotten. Geil, ich habe wieder Flotten. Da unten. Flotten, ja. Ja, ich habe gerade meinen Vasall integriert.
Jetzt habe ich seine Flotten. Geil. 9 Schiffe. Wenn du 3 Flotten hast, hast du einen Flottenbereich. Haha. Ich habe 4 Transportschiffe, 4 Galeeren und ein Handels, leichtes Mittelhandelsschiff, denkst du. Aha. Die polnische Flotte existiert wieder da unten natürlich, wo ich möglichst wenig mit anfangen kann. Und nach oben kriege ich die nie, ohne dass sie mir absäuft, aber darum geht es ja auch nicht. So, jetzt muss ich eine Festung nach der anderen erobern, weil ich nicht dran vorbeikomme. Ach, das ist doch nicht wahr. Was? Nein, du sollst doch... Gehen Sie zurück, du hast die vielen Kanonen. Viele Kanonen schießen auf Stadt, wenig Kanonen nicht. Also doch schon irgendwie auch, aber... Joa. Was machst du überhaupt? Du musst auf Peter aufpassen, nicht, dass er mir plötzlich den Krieg erklärt. Der hat keine Moral im Leib. Er guckt gerade, ja. Wer mitmacht. Peter raucht auch Gras in der Nähe von Kindern. Anstatt 500 Meter Abstand zu halten. 100 Meter, keine Ahnung. Russland müsste man mal wieder angreifen, aber wobei ich habe Georgien. Ne? Ist immer noch nicht kalibriert bekommen, so also ein Ich könnte Guinea noch angreifen. Ne? Polen würde gerade nicht mitmachen. Aber wie hebe ich dann Polen aus? Alter! Wie hebel ich Polen aus? Wie? Ich muss das irgendwann angreifen. Aber ich weiß nicht wie. Ja, hier auch so eine Insel, aber die ist irrelevant. Ach. War das ja auch schon wieder für den Arsch? Dass man ein Embargo gegen mich verhängt? Muss das sein? Ach, wenigstens existiert das Reich nicht mehr. Oh, das chinesische Reich existiert noch. Und das ist gar nicht mal so klein. Und völlig gerade, okay. Warum ist das so? Ah geil, ich muss mein Schiff, meine Flotte mal wieder aufrüsten. Ist großartig, ich muss jetzt eine Festung nach der anderen belagern in... Schon so ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Nur so ein bisschen nur. Ich armer, armer Kerl. Frankreichs größte Großmacht. Die haben bestimmt schon Kolonien, oder? Ja. Meinst du, die haben Kolonien? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin sicher, England hat denen alles weggeschnappt.
So, wir sind im Krieg, das heißt, wir können den Krieg erklären, oder? Nee, ich möchte nicht meine vier Transportschiffe benutzen, um da irgendwelche Truppen irgendwo hinzusegeln. Das wird ja nichts. Kann unter Kärnten jetzt bitte mal erobert werden. Das fände ich sehr, sehr gut. Das wäre äußerst positiv. Dann kann ich nämlich die nächste Festung in Eschtal und danach. Ich bin nämlich edgy. Geil, Unterkämpfen davon gehören genommen. Alles sehr spannend hier. So, bin ich schon wieder. Was? Was? Die haben jetzt nicht wirklich meinen ganzen Stack geschluckt, was? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ach komm. Ach, das ist doch jetzt nicht schon wieder wahr. Jetzt habe ich 30.000. Wie haben die zum Fick mit einer Schlacht 30.000 geschluckt? Ach komm. Wirklich 30.000 geschluckt mit einer Spitze. Was ist denn das für ein Witz hier schon wieder? Hm. Ah, das ist wieder ein toller Krieg. So, deswegen kriege ich nur eine Provinz. Bei all ihr Geld zu nehmen, wäre natürlich auch sportlich. Okay. Wir haben noch eine Festung, noch drei andere Provinzen. Was gibt's denn hier? Mein Stack hat doch komplett geschluckt. Ach Junge, es ist alles nicht wahr.
Hä? Moment, was? Was? Ach nee, die können noch. Was? Wieso bin ich noch immer mit denen im Krieg? Ach, die sind jetzt meinem anderen Krieg beigetreten. Ach komm. Sei schön, war. Ja, leck mich doch. Ach, das ist noch nicht wahr. Jetzt krieg ich. Der lief noch nicht lang genug. Hab ich nicht dran gedacht. Ach, leck mich doch. Nein, was? Nein! Okay, ich kann aufgeben. Oh, Polen. Ja, komm, ich kann aufgeben. Leck mich, keinen Bock mehr. Ja, was? Jetzt können die. Ich hab nicht dran gedacht, dass die ja noch den Krieg beitreten können. Ja, komm. Ach, keinen Bock mehr auf diese Scheißrunde. Tribut anbieten. Angebot vorschlagen. Ja. Ja, geil. Was mache ich jetzt? Gar nichts. Mir geil. Ist vorbei. Ja, Alter, die wollen praktisch den ganzen Balkan entlassen. Geil. Ja. Und jetzt? Keine Ahnung. Dann frag mal Delfino, wie es dir da mal ging. Ja. Ich gebe auf. Kein Bock mehr. Ich habe nicht daran gedacht, dass die ja dann beitreten können. Ach. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Dreck, ey. Mach ich jetzt. Ein halbes Reich entlassen, ja, geil. Ja, ich bin jetzt vorbei. Ja. Geil. Jetzt eine Kolonialnation. Brasilien, Neuspanien, also Mexiko. Granada. Ja, das ist aber auch kacke, so eine Kolonialnation zu spielen. Dann bist du immer noch abhängig, hast keine Mission, kein gar nichts. Das ist doch kacke. Warum funktioniert das so? Warum sind die überhaupt noch verbündet? Die sind doch nicht mit eingetreten, also müsste doch das Bündnis aufgelöst haben. Warum sind die noch mit denen verbündet? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oder? Normalerweise wird das doch aufgelöst, wenn du nicht mit reingehst. Ja. Was bis Japan? Das ist alles scheiße. Ach komm. Ja, die gibt es ja. Erstmal hier, tschüss.